Guten Abend. Heute ist Katharina Sterzer mein Gast auf dem H1-Sofa. Die Veranstaltungsmanagerin ist seit einem Jahr Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover. Und der Freundeskreis Hannover, das wissen Sie vielleicht, ist einer der größten Bürgervereine Deutschlands und wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Was zum Jubiläum geplant ist und warum dieser Verein uns eigentlich alle etwas angeht, darüber wollen wir heute reden. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Sterzer. Für alle, die es unwahrscheinlicherweise noch nicht wissen, wäre es eigentlich schön, wenn Sie uns den Bürgerverein Freundeskreis Hannover mal vorstellen. Wie viele Mitglieder haben Sie so und wie ist die Altersstruktur, vielleicht auch so ein bisschen die soziale Struktur? Erzählen Sie doch mal, wer da alles so dazugehört. Ja, sehr gerne. Der Freundeskreis Hannover e.V. ist ein Bürgerverein und ist mit seinen knapp 1500 Mitgliedern einer der größten Deutschlands. Und Zweck dieses Vereins ist es, engagierte Menschen aus der Stadt zueinander zu bringen, miteinander zu vernetzen und so die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam für Hannover zu engagieren. Das ist so das, womit wir uns beschäftigen. Zur Struktur. Wir haben Unternehmensmitglieder, wir haben Fördermitglieder, es sind auch Vereine und Institutionen bei uns Mitglied. Aber der Großteil, also ungefähr 80%, sind tatsächlich Privatpersonen, die sich für die Stadt engagieren. Sie hatten kürzlich 30-jähriges Jubiläum, ich habe es erwähnt. Und da ist ein schönes Gruppenfoto mit dem gesamten Vorstand und dem Kuratorium entstanden. Das sind ja nun eine ganze Menge Leute. Machen die das eigentlich alle ehrenamtlich? Oder wie ist das, wenn man so ein Führungsamt im Freundeskreis übernimmt? Ja, also der Vorstand und das Kuratorium sind halt, wie eingangs gesagt, auch Teil dieser Gruppe von engagierten Hannoveranerinnen und Hannoveranern. Die machen das alle tatsächlich ehrenamtlich. In der Geschäftsstelle haben wir ein Team. Ich darf das hauptamtlich machen und werde umsäumt von einem schönen Team aus knapp 5 Personen, die das Ganze ehrenamtlich mitbetreuen. Und so entsteht im Prinzip eine gesamte Struktur, die sich für die Belange des Vereins einsetzt. Da haben Sie mir schon einen guten Ball zugeworfen. Dann reden wir doch erst mal über Sie. Was macht so eine Geschäftsführerin eigentlich? Ja, jetzt liegt es nahe zu sagen, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber nein, also grundsätzlich teilt sich der Aufgabenbereich im Prinzip in zwei Hälften. Also auf der einen Seite darf man als Geschäftsführerin natürlich auch Geschäfte führen. Das heißt, es gibt einen ganz großen Verwaltungsapparat, den es zu bewerkstelligen gilt. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, sich in der Stadtgesellschaft zu tummeln, zu schauen, welche Impulse gibt es, welche Initiativen entstehen in der Stadt, Leuten zuzuhören, Impulse aufzunehmen, diese zu setzen und so gemeinsam Projekte auszuarbeiten. Zu unserer Mitgliederversammlung haben wir das ja gemeinsam einmal aufgearbeitet, womit ich das letzte Jahr verbracht habe. Und es waren tatsächlich knapp 10.500 E-Mails, die aus dem Büro geschrieben worden sind. Und wir haben das probiert, mal gegeneinander aufzurechnen. Ich glaube, ich habe ungefähr 3.500 Hände geschüttelt. Wobei da die Rechnung eigentlich schwerfällt, weil im Freundeskreis drückt man sich eigentlich. Also da hinkt die Zahl vielleicht ein wenig. Das hört sich ja nach einer Menge Arbeit an. Sie sind im ersten Beruf, sage ich mal, im ersten Veranstaltungsmanagerin. Was hat Sie denn dann eigentlich gereizt, diesen Job beim Freundeskreis zu übernehmen? Ich glaube ja, dass es bei der Frage ist, was mache ich eigentlich einen lieben langen Tag, ist natürlich die Sinnstiftung dessen eine elementare Entscheidungsfrage gewesen. Und für mich, also ich war vorher schon lange Mitglied im Verein, für mich war der Freundeskreis immer als Teil dieser Gesellschaft, in der wir hier alle leben, so essentiell, dass ich da immer neugierig drauf geschaut habe. Und als dann die Situation entstand, dass die Stelle frei geworden ist, habe ich mich tierisch drüber gefreut. Dass wir dann auch noch zueinander gefunden haben, ist natürlich für mich ein Glücksgriff. Sie sind total neugierig auf Menschen. Ja. Hätten Sie eigentlich auch Journalistin werden können. Was glauben Sie denn, was so Ihre wichtigsten Eigenschaften sind, damit Sie diesen Beruf der Geschäftsführerin so richtig mit dem Herzen ausfüllen können? Ja, da gibt es natürlich einmal so harte Faktoren. Das heißt, da gehört natürlich eine gewisse Form von Handlungskompetenz dazu. Meine eingangs erwähnte vorberufliche Situation als Veranstaltungsmanagerin hilft ebenfalls ungemein.
Aber ich glaube, was der essentielle Impuls ist, diesen Job auszuüben, ist tatsächlich einmal so eine Liebe zur Stadt. Die kann man ganz schwer messen, aber die ist, glaube ich, Treiber für das Handeln. Und dann, wie Sie gerade gesagt haben, Interesse an Menschen. Wenn das alles zusammenkommt, dann, glaube ich, gelingt es einem, gemeinsam mit dem Team so einen Verein zu leiten. Sind Sie denn eigentlich ein echtes, waschechtes, hannoversches Kind? Seit ich denken kann, ist Hannover tatsächlich. Erzählen Sie mal, wo sind Sie geboren? Wo sind Sie zur Schule gegangen? Ich bin in Herrenhausen aufgewachsen, da war auch meine Grundschule. Irgendwann sind meine Eltern dann tatsächlich weiter an den Stadtrand gezogen. Aber ins Gymnasium bin ich dann auf die Wilhelm-Raabe-Schule gegangen, das heißt direkt am Maschsee. Und somit eigentlich immer Hannover verwurzelt, immer stadtnah, immer urban. Hatten Sie da schon so, als Sie noch zur Schule gingen, einen Berufstraum, eine Vorstellung, was Sie gerne mal machen möchten? Es gab ja immer damals, haben die Kinder ja gesagt, ich möchte Zahnärztin werden oder Schauspielerin. Sowas hatte ich nicht. Also ich hatte keine konkreten Stellung, also keine konkrete berufliche Stellung im Kopf. Mir war es immer wichtig, Dinge machen zu können. Und ich habe damals auch viel im Verein machen dürfen und mir gefiel der Prozess des Machens einfach. Und bevor ich wusste, dass es den Job eines Veranstaltungsmanagers gibt, fand ich die Tätigkeit schon spannend. Wie wird man das eigentlich? Man kann das in Hannover studieren. Ja. Auf dem Exoplaza gibt es den Studiengang Veranstaltungsmanagement mit Bachelorabschluss. Und ich hatte noch die Möglichkeit, das dual zu studieren. Und aktuell ist es ein Vollzeitstudiengang. Also das kann man tatsächlich ganz normal offiziell studieren. Und sind Sie so richtig angekommen in dem, was Sie so machen? Sehr gerne, ja. Wir haben ja so einen Fragebogen bei H1. Mhm. Der braucht schnelle Satzergänzungen. Und ich fange einfach mal an, schnell ergänzen. Ich lebe gern in Hannover, weil? Die Stadt nicht so groß und nicht so klein ist. Mein schönster Platz in Hannover ist? Der Küchengarten. Mein Vorbild ist? Veit Görner. Mein Lebensmotto lautet? Tut mir leid. Es ist... Sonntags, Sie müssen keins haben, gerne, Sie können nein. aus dem Herzen leben. Nein, sonntags mit Pizza im Bett und montags die Weltherrschaft bis mittags schaffen. Das ist ein guter Vorsatz. Ich weiß zwar nicht, ob das immer so gelingt, aber man kann es ja wenigstens mal probieren. Meine wichtigste Eigenschaft ist es? Stringenz an den Tag zu legen. Am besten erhole ich mich? Beim Sport und Lesen. Was machen Sie für einen Sport? Karate. Karate. Karate, genau. Der tägliche Nahkampf. Richtig, genau. Hilft Ihnen das, jetzt mal zwischengefragt, auch so im Beruf, dass man kurz und entschlossen handelt? Es hilft vielleicht, um klar zu sein, also in dem, was man macht, um klare Entscheidungen zu treffen und fokussiert zu handeln. Da gibt es doch so einen Gürtel beim Karate, oder ist das beim Judo? Nee, das ist auch beim Karate. Und was für einen haben Sie? Den braunen. Den braunen. Und welchen können Sie noch kriegen? Ja, der Schwarze ist der, der danach kommt. Auf den wird fleißig hingearbeitet. Aha. Wann meinen Sie, schaffen Sie das? Im Karate sagt man immer so schön, der Weg ist das Ziel. Okay. Und deshalb würde ich das gerne auch als Prämisse dazu nehmen. Jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Ich komme noch mal kurz zu meinen Satzergänzungen zurück, aber war interessant. Besuchern in Hannover zeige ich zuerst... Die Limmer Straße. Der wichtigste Hannoveraner aus der Historie oder aktuell ist für mich... Otto Stender, der Gründer von Mentor e.V. Das schönste Fest von Hannover ist für mich? Die Fête de la Musique. Drei Dinge, auf die der Hannoveraner stolz sein können, sind für mich? Auf das schönste Rathaus der Welt, auf die lebendige Kulturszene und wundervolle Grünflächen. Na, das klingelt ja den Hannoveranern in den Ohren. Da ist ja eine echte Hannover-Freundin, Geschäftsführerin des Freundeskreises. Sie sind nun noch sehr jung. Der Freundeskreis ist schon 30 Jahre alt, aber Sie können uns sicher erzählen, wie das damals eigentlich losging mit dem Freundeskreis. Ja, losging ging es tatsächlich vor 30 Jahren. Da stand das Stadtjubiläum zu 750 Jahre Hannover bevor. Und Herbert Schmalstieg, unser ehemaliger Oberbürgermeister und Gründungsmitglied des Freundeskreises, hat sich überlegt, dass die Stadt ein Bürgerfest ausrichten möchte. Und die Frage war aber, wenn wir ein Bürgerfest machen wollen, können wir das doch eigentlich gar nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger tun. Und so hat sich eine Gruppe von engagierten Hannoveranern zusammengetroffen, die entweder gute Ideen oder Geld oder beides hatten, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal aus der Bürgerschaft heraus dieses Fest gemeinsam organisieren. Und so entstand das. Das heißt, das war der Urimpuls, um den Verein zu gründen.
Und gibt es noch so handelnde Personen von damals, die heute noch aktiv sind? Also natürlich ist zum Beispiel auch Herbert Schmalschig nach wie vor Mitglied bei uns im Verein. Unser legendärer Oberbürgermeister, richtig, 34 Jahre an der Spitze der Stadt. Unglaublich, länger an der Stadtspitze, als ich alt bin. Wir haben Herr Görmann, ehemals in der Messe AG, ist bei uns immer noch Ehrenvorsitzender und ist ganz fleißiger Sparringpartner bei allen Themen, die das Vereinsgeschäft so betragen. Und ich glaube, Professor Görmann ist ja Ehrenvorsitzender inzwischen, damals Gründungsmitglied. Gibt ein schönes Foto auch von der Ehrung von Frau Schubach-Kasten. Richtig. Auf ihrem 30-Jahres-Verein. Sie war die erste Geschäftsführerin damals und hat den Verein auch lange begleitet und hat selber jetzt eine wohltätige Aktion, die Aktion Sonnenstrahl. Richtig. So fügen sich die Persönlichkeiten in Hannover zusammen. Sind da eigentlich im Freundeskreis alle Leute Freunde so untereinander? Die Frage ist, also ich glaube, um es vorwegzugreifen, bei 1500 Mitgliedern ist es, glaube ich, gar nicht möglich, dass sich alle untereinander kennen. Aber es gab einmal eine sehr schöne Geschichte und das war an meinem allerersten Tag. Da habe ich in letztem Jahr angefangen und wusste gar nicht, was mich an meinem ersten Tag im Büro erwartet. Und der Freundeskreis versendet dreimal im Jahr einen Rundbrief und der wird noch händisch eingetütet. Und da trifft sich immer eine bunte Gruppe von Freundeskreislern und hüten dann zusammen ein. Und nichts ahnend kam ich in mein Büro und finde dort plötzlich 20 Leute vor, die alle gemeinsam am Tisch sitzen und singen. Und einfach singend den Rundbrief eintüten. Und da hatte ich direkt das Gefühl, ja, das hat sich nach Freundeskreis angefühlt tatsächlich. Und dieses Gefühl nehme ich immer wieder mit, auch bei allen Veranstaltungen. Wie ist denn so eigentlich die Altersstruktur? Ist das so eigentlich mehr eine Sache für die älteren Hannoveraner oder machen auch viele junge Leute bei Ihnen mit? Also grundsätzlich ist ja das Handeln im Verein eines, was interessengeleitet ist. Das heißt, bei uns ist jeder willkommen, der Interesse an der Stadt Hannover hat. Und Interesse hat, sich irgendwie in einer Form einzubringen und Flagge zu zeigen. Und das ist altersunabhängig. Grundsätzlich entsteht natürlich oft die Situation, dass Leute mit höherem Alter einfach ein höheres Bewusstsein für ihre Stadt entwickeln. Aber mit Blick auf die Altersstruktur, also ich bin ja auch Mitglied und sitze hier als Geschäftsführerin, deswegen kann ich sagen, dass es bunt gemischt ist. Bunt gemischt. Wir sprachen ja schon, dass im Freundeskreis die Menschen alle wirklich Freunde zueinander sind. Nun erhebt sich da so ein bisschen die Frage, Hannover ist eine Stadt mit vielen Flüchtlingen. Die Frage der Integration wird groß geschrieben, wird mehr oder weniger gut vorangebracht. Spürt man auch so etwas wie Integration im Freundeskreis oder ist das eine geschlossene Veranstaltung für geborene Hannoveraner? Nein, also natürlich geht das. Also wir sind alles Hannover-Fans und als Fans von Hannover ist man auch automatisch ein Fan eines offenen Hannovers. Und das Thema Integration müssen wir uns gar nicht auf die Fahne schreiben, weil es für uns selbstverständlich ist. Also es war immer so gelebt, es wurde immer so gelebt, dass der Freundeskreis für alle offen ist. Und da ist es uns auch, ich sag mal so, auch eigentlich gleich, wo die Person herkommt. Sie muss ein Freund der Stadt sein und Lust darauf haben, sich für die Stadt zu engagieren. Und deshalb ist das für uns eigentlich gar kein Thema mehr. Haben Sie mal gezählt, wie viele Nationen Sie vielleicht? Das sollten wir vielleicht im Rahmen des 30. Jubiläums mal machen. Ich finde die Idee schön. Ja. Gute Idee. Sollten wir mal tun. Gibt es im Augenblick nicht diese Zahl? Nee, das gibt es nicht. Aber allein schon aus dem Stand, allein schon, wenn ich mir überlege, in der Gruppe der eintütenden, singenden Helfer haben wir allein schon, allein im Büro sitzend bestimmt 6 Nationalitäten. Ja. Also das ist, ohne jetzt lange nachgedacht zu haben, kann ich schon sagen, dass wir ein bunter Haufen sind. Es ist ja aus dem Freundeskreis hervorgegangen, nicht Teil des Freundeskreises, aber die Initiative Offene Gesellschaft. Der jetzige Vorsitzende Matthias Görn ist ja einer der treibenden Kräfte dort. Was will diese Initiative und wie eng arbeitet sie möglicherweise mit dem Freundeskreis zusammen? Also die Initiative ist aus dem Freundeskreis heraus entstanden. Es gibt eine sehr, sehr starke Nähe zu dem, was der Freundeskreis tut und der Initiativkreis ebenso. Der Grundgedanke, einen Initiativkreis zum Thema offene Gesellschaft zu gründen, bestand ja dahingehend, dass wir im letzten Jahr so einen leichten Rechtsruck empfanden und der Meinung waren, dass wir das Gefühl hatten, dass sich die Leute voneinander entfernen. Und Ziel dieser Stadt oder Ziel von uns ist es eigentlich, Leute miteinander in Verbindung zu bringen, sie näher aneinander ranzubringen. Und deshalb hat sich der Initiativkreis die Frage gestellt, in welcher Stadt oder in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und die Idee war es, 4 Artikel des Grundgesetzes als Aufhänger zu nehmen, die zur Diskussion zu stellen und die Leute miteinander in Verbindung zu bringen und sie zu dem Thema austauschen zu lassen. Und spannend dabei war es, dass wir jetzt kein Fachpodium besetzen wollten, sondern es standen immer 2 Stühle frei auf der Bühne.
Und jeder konnte sich auf die Bühne setzen und sich zu dem Thema äußern. Und der Wunsch, der daraus entstand, ist, dass in dem Moment, wenn wir uns alle unterhalten, wir uns in die Augen gucken und ehrlich miteinander diskutieren, dann setzen wir uns auch abends gerne mal zusammen in eine Kneipe und trinken Bier. So, das ist der Hintergrund, dass man zueinander findet und sich nicht voneinander wegdreht, auch wenn man vielleicht andere Meinungen hat. Ja, tolle Idee, und man kann ja nur hoffen, dass das weitere Kreise zieht, und passt ja auch gut zum Freundeskreis, diese Initiative. Aber reden wir doch mal 30 Jahre Freundeskreis, das sind natürlich auch ganz viele, viele Veranstaltungen. So, was sind denn so nach einem Jahr aus Ihrer Sicht die Highlights des Freundeskreises Hannover, über die man unbedingt mal reden müsste? Ja, ich bin ja ganz aufgeregt. Die Idee ist sozusagen nicht, einen großen Festakt zu machen, wo wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir 30 Jahre lang toll gemacht, sondern der Impuls ist immer, Dinge in die Stadt hineinzugeben, den Hannoveranern ein Geschenk zu geben und zu sagen, Mensch, das ist die Stadt, in der wir leben. Und was macht eine Stadt aus? Es sind immer die Orte und es sind immer die Menschen, die sich für diese Stadt engagieren. Und wir wollten beides miteinander in Verbindung bringen und haben uns eine Perlenkette aus 30 Perlen überlegt, mit jeweils 30 Einzelterminen, wo wir den Blick in die Stadt hineinwagen. Und da wird es beispielsweise Termine geben, wo wir uns einen Stadtteil vornehmen und sagen, wir erkunden mal einen Stadtteil. Das ist nicht immer nur die Kröpke-Uhr und nicht immer nur der rote Faden, sondern Stadt Hannover lebt von ihren Stadtteilen. Und deshalb ist eine Idee, also eine Perle dieser Perlenkette, ist es, sich in einen Stadtteil reinzugehen, den Kulturverein dieses Stadtteils zu besichtigen, verschiedene Institutionen, verschiedene Künstler beispielsweise aus dem Stadtteil. Also das ist eine Perle, auf die ich mich sehr freue. Und den Startschuss machen wir mit dem Stadtteil Kleefeld. Das ist nämlich der alte Kiez von unserem Vorstandsvorsitzenden Matthias Görn. Und deshalb wollte er mal zu sich nach Hause einladen und seinen Stadtteil vorführen. Eine andere Perle ist auch wieder ausschlaggebend, wieder für den Gedankengang Menschen in der Stadt. Unser weiteres Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising, die ebenfalls Vorstandsmitglied der Sparkasse ist, ist eben privat nicht nur Vorstandsmitglied, sondern auch einfach ein Mensch, die Hobbys hat und Dinge tut. Und sie macht jetzt gerade eine Fortbildung zur Yogalehrerin und hat dann gesagt, Mensch, alle kennen mich immer nur als Kerstin Berghoff-Ising aus der Sparkasse. Ich mache aber auch noch Yoga. Was haltet ihr denn nicht davon, wenn ich euch alle zusammen in den Park einlade und wir am Internationalen Yogatag am 21. Juni nicht morgens zusammen mit Yoga in den Park starten? Und das ist zum Beispiel auch etwas, was für mich persönlich die Highlight-Perle ist, weil man sich damit eigentlich ja wieder mit der Stadt beschäftigt und mit den Menschen, die in dieser Stadt leben. Wie viele Perlen sollen es denn werden? 30. 30 Perlen. Genau. Und wie viele stehen schon fest? Also wir haben natürlich mit der Mitgliederversammlung am 8. März den Startschuss gesetzt. Das ist also eine erste Perle. Und die letzte Perle bildet die Verleihung des Stadtkulturpreises am 3. Dezember, die dieses Jahr zum 24. Mal stattfindet. Und in der Zwischenzeit kommen 28 weitere Perlen. Zwei habe ich jetzt schon mal vorgegriffen. Der Rest ist dann natürlich noch top secret. Ist es top secret oder haben Sie noch gar nicht genug? Natürlich, wir haben alles schon voll. Eine Idee kann ich vielleicht auch noch mal sagen, um das Thema Integration aufzugreifen. Uns war es bei allen Perlen wichtig, nicht nur als Geschäftsführung oder als Vorstand den Mitgliedern was vorzusetzen, sondern auf Impulse aus der Mitgliedschaft zu hören. Und so haben wir ein Mitglied, die Asma Hahn, die das World of Orient Festival erfolgreich organisiert, die hat gesagt, Mensch, lasst uns doch gemeinsam zum Beispiel syrisch kochen. Das ist im Prinzip, um so einen kulturellen Aspekt mit reinzunehmen, einen Blick in die Kultur zu erhaschen und gemeinsam etwas, im Prinzip gemeinsam was zu erschaffen und dann auch gemeinsam zu verspeisen. Das ist etwas, wo es wieder darum geht, Identität zu stiften, Leute zusammenzubringen und gemeinsam einen Blick in die Stadt hineinzuwerfen. Und das ist dann eben auch Hannover. Ja, 30 Jahre Freundeskreis, das sind auch ganz viele Begegnungen unter den Freunden. Was waren denn so eigentlich in 30 Jahren so Highlights, die auch vielleicht sich immer wiederholen, aber die zu den guten Gewohnheiten inzwischen schon vom Freundeskreis gehören? Ja, ein Highlight war natürlich die Expo für uns. Das ist jetzt nichts, was sich aktiv wiederholt, aber das war in der Geschichte des Vereins eines wirklich der größten Meilensteine. Dann ausgehend davon, dass der Freundeskreis die 750-Jahr-Feier mit ausgerichtet hat, war es ein großes Highlight im Jahr 2016, die 775-Jahr-Feier im engen Schulterschluss mit der Landeshauptstadt Hannover ausrichten zu können. Und das ist etwas, worauf wir echt stolz sein können. Grundsätzlich ist für mich persönlich immer das Highlight zum Jahresende die Verleihung des Stadtkulturpreises. Die findet jetzt in diesem Jahr zum 24. Mal statt. Das heißt, wir konnten jeweils 23 Mal bisher wirklich herausragende Hannoveraner Künstlerinnen und Künstler ehren. Ein schönes Foto von der letzten Verleihung. Erklären Sie uns doch mal, wer darauf zu sehen ist. Wir sehen die Preisträger Felix Landerer, den Stadtkulturpreisträger, der ein ganz begnadeter und engagierter Tänzer und Choreograf ist.
Wir sehen das Team von Politik zum Anfassen mit Monika Demel und Georg Demel. Und wir sehen unseren wirklich allseits bekannten und unermüdlichen Wikipedia-Fotograf Bernd Schwabe. Das sind die Preisträger vom letzten Jahr, die wirklich unermüdliche Arbeit leisten und somit auch im Prinzip diesen Preis mehr als verdient haben. Sie haben auf der Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre Freundeskreis auch eine ganz ausgefallene Idee vorgestellt, den sogenannten Walk of Fame. Wir zeigen dazu auch ein paar Fotos, wie es aussehen könnte. Aber vielleicht erläutern Sie mal, was so die Grundidee an diesem Walk of Fame ist. Die Grundidee stammt von unserem Kuratoriumsmitglied Dr. Reinecke, dass auch wiederum die Aufgabe des Freundeskreises, identitätsstiftend zu agieren. Wie kriegt man es hin, dass man für die Hannoveraner Bürgerinnen und Bürger und auch für Touristen beispielsweise ein sichtbares Signal für Impulse aus der Stadt schafft? Und so entstand die Idee eines Walk of Fames, der sich aus Platten, der darauf besteht, dass wir Platten auf den Boden der Georgstraße legen, beispielsweise direkt vor dem GOP bis hin zum EGI oder bis hin zum Steintor. Und auf diesen Platten berühmte Hannoveraner Persönlichkeiten vorstellen. Das könnte man beispielsweise in Form von einem kleinen Text machen, einem Bild und dem Freundeskreis-Logo und so den Hannoveranerinnen sowohl für die Touristen als auch für die Einheimischen eine Möglichkeit zu bieten, dass sie sehen, welche Personen diese Stadt ausgemacht haben und im Endeffekt maßgeblich geprägt haben. Aber das wirft ja eine Menge Fragen auf. Ich fange mal mit der ersten an, der rein intuitiven Frage. Ist das nicht so einfach nur eine Kopie der Stolpersteine, mit denen an die ermordeten und entrechteten Juden in unserer Stadt erinnert wurde? Also es ist natürlich, also wir wollen uns, das Thema natürlich ist nach wie vor tagesaktuell und ist im Prinzip in keinerlei Konkurrenz zu dem Walk of Fame. Die Stolpersteine sind ja an Wohnorten oder an maßgeblichen Orten verlegt, haben ganz anderes Format und der Walk of Fame hier ist deutlich größer, es ist 60 mal 60 Zentimeter und dient gar nicht der dient jetzt eher tatsächlich der Identitätsstiftung. Und aufgrund der Orte, wo die Platten verlegt werden, ist eigentlich gar keine Überschneidung mit den Stolpersteinen gegeben. Und es ist auch wahrscheinlich so, dass nur ein bestimmter Stadtabschnitt dafür geplant ist. Also genau. Sie sagten eben Georgstraße. Wir wollten in der Georgstraße beginnen. Ja. Und je nachdem, wie weit man das Ganze tragen möchte, die Georgstraße runter bis zum Egidientorplatz. Und wenn wir merken, dass das etwas ist, was angenommen wird, wo die Leute Lust zu haben, dann können wir den Kröpke runter bis zum Steintor gehen. Ja, da bin ich schon bei der nächsten Frage. Wer sucht eigentlich die Persönlichkeiten aus, wenn es denn dazu kommt? Und wer soll es bezahlen? Also aussuchen ist auch hier wieder eigentlich die viel spannendere Frage. Ich finde eigentlich die Fragestellung, wen stellen wir da aus, eigentlich sekundär relevant. Viel spannender ist es, den Prozess dorthin zu beobachten. Als Bürgerverein ist uns natürlich das Thema Bürgerbeteiligung wichtig. Das heißt, es würde eventuell Sinn machen, dass man mit einer gemeinsamen Jury eine Vorauswahl trifft und dann die Hannoveraner Bürgerinnen und Bürger oder die Mitglieder des Vereins entscheiden lässt. Wer das Ganze bezahlen soll, das ist etwas, was natürlich nicht zulasten der Stadt funktionieren sollte. Das ist etwas, was wir über den Freundeskreis finanzieren könnten. Und da sind wir natürlich auf der Suche nach engagierten Hannoveraner Sponsoren, die das Ganze mit uns tragen wollen. Haben Sie schon so nach der Versammlung positive Signale aus der Bevölkerung oder auch von möglichen Sponsoren gehört? Wir hatten das eigentlich zur Mitgliederversammlung nur als Idee mit reingeworfen, damit wir sozusagen den Mitgliedern noch zeigen können, woran wir arbeiten und was Projekte sind, die wir maßgeblich unterstützen wollen. Und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir so überrannt werden mit positivem Feedback. Also die Leute haben gefühlt darauf gewartet und gesagt, Mensch, toll, ich habe schon Ideen, ich habe schon ganz viele E-Mails mit Vorschlägen bekommen, wir haben Finanzierungsideen, es gibt Sponsoren, die uns daraufhin angesprochen haben. Also es wirkt so, als würden die Hannoveraner sich darauf freuen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Der Freundeskreis ist 30 Jahre alt. Wie sehen Sie denn so die Zukunft des Freundeskreises? Wichtig ist ja eigentlich, niemals still stehen zu bleiben. Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, wie sich der Verein entwickelt hat, dann ist immer stetiges Weiterentwickeln etwas, was wichtig ist. Und für mich persönlich wäre es wichtig, dass der Verein weiterhin Impulse setzt und auf Impulse achtet und zuhört und ganz bewusst auch mal den Finger in die Wunde legt. Und da sehe ich den Verein in den nächsten 10 Jahren. Eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe liegt ja schon auf jeden Fall auf der Hand. Hannover will europäische Kulturhauptstadt werden. Wie bringt sich der Freundeskreis denn da ein? Der Freundeskreis bringt sich dahingehend ein, dass wir ja als Fanclub der Stadt
und als Organisation, die den Stadtkulturpreis auszeichnet, prädestiniert dafür sind Projekte, die den Stadtentwicklungsprozess nach vorne bringen, dass wir solche Projekte mit aufgreifen. Und das haben wir in den letzten Tagen und Monaten durchweg gemacht. Wir sind also Fans dieser Idee, sind der Meinung, dass ein Prozess wie dieser der Stadt unglaublichen Nutzen bringt. Und deshalb bringen wir uns dahingehend ein, dass wir Ideen äußern, dass wir uns mit der Stadt auseinandersetzen und mit Bürgerinnen und Bürgern und probieren, diesen Prozess nach vorne zu bringen. Nun hat ja Ihr Vorsitzender Matthias Görten zusammen mit anderen 25 anderen Kulturschaffenden in der Stadt einen offenen Brief verfasst. Darin wird ein Gesicht für die an der Spitze der Bewerbung gefördert. Ich stelle mir sowas vor, wie Margot Käßmann das Gesicht des Reformationsjubiläums war. Gibt es da in Ihren Kreisen denn konkrete Vorstellungen schon, was es für ein Gesicht sein könnte? Das ist eigentlich gar nicht... Es gibt einen Kandidaten, den man sich vom Profil her wünschen würde. Es geht um jemanden, der versteht, um was es bei diesem Prozess geht. Jemanden, der das Standing hat, ein solches Projekt nach vorne zu bringen. Und jemand, der sich leidenschaftlich dafür einsetzt und gerne mal die Ärmel hochkrempelt. Wer es am Ende letztendlich wird, haben wir gar nicht zu entscheiden. Wir können halt Impulse setzen, diesen Prozess nach vorne zu bringen. Und das tun wir leidenschaftlich. Und wie finden Sie das Motto Nachbarschaft? Als jemand, der... in Linden wohnt und ein großer Freund von aktiver Nachbarschaft ist, findet man das natürlich schön und befürworten eigentlich jeden Vorschlag, der den gesamten Prozess nach vorne bringt. Und deshalb sind wir natürlich auch Freunde von dieser Idee. Mhm. Nun bleibt eine Frage nicht erspart, ist vielleicht nicht so eine ganz gute Frage gegen Schluss der Sendung, aber Sie machen so viele wunderbare Dinge, schöne Veranstaltungen. Wie finanzieren Sie denn den Freundeskreis eigentlich? Zu 100% aus Mitgliedsbeiträgen. Das heißt, dadurch können wir uns auch erlauben, unabhängig zu agieren, sind somit ganz große Freunde von der Stadt, aber sind nicht von der Stadtverwaltung abhängig, können somit auch den Blick von außen riskieren. Und sind tatsächlich, also alle 1500 Mitglieder finanzieren das tätige Handeln des Vereins. Wir freuen uns natürlich über Spenden, also das ist etwas, was wir natürlich jederzeit gerne entgegennehmen. Also das ist nicht das Problem, aber aktuell wird das zu 100% aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Ja. Wenn Sie so, sagen wir mal, drei Wünsche frei hätten für die Zukunft des Freundeskreises in den nächsten Jahren, was wäre das denn? Für die Zukunft des Freundeskreises... Wir würden uns natürlich über Mitglieder freuen, die Lust haben, an einem aktiven Hannover mitzuarbeiten, die Lust haben, diese Stadt zu gestalten und sich dafür einzusetzen. Wir würden uns freuen, wenn es in der Stadtgesellschaft eine breite Mehrheit dafür gibt, die Lust hat, das kulturelle Stadtgeschehen in den Mittelpunkt zu stellen. Und zu guter Letzt, und das ist jetzt vielleicht sehr kleinteilig und persönlich, freuen wir uns gerade tatsächlich über die Situation, dass wir gerade stetig wachsen und somit auch irgendwie auch räumlich wachsen. Und deshalb sind wir gerade ganz stark auf der Suche nach Räumlichkeiten, wo wir all das, was wir gerade ehrenamtlich tun, auch räumlich unterbringen können. Was heißt das jetzt konkret? Was suchen Sie denn? Wir suchen tatsächlich nach neuen Möglichkeiten, uns räumlich irgendwo niederzulassen. Mit dem Büro? Genau. Wo sind Sie jetzt? Wir sitzen in der Große Riede und teilen uns jetzt das Büro mit dem Wikipedia-Büro Hannover und würden gerne gemeinsam größer werden. Und danach suchen wir jetzt gerade. Also das ist auf meiner Wunschliste eigentlich Platz 1 aktuell. Dann können wir doch nur hoffen, dass das jetzt jemand gehört hat, der ein freundlicher Sponsor, ein freundlicher Vermieter ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dass Sie im Freundeskreis noch ordentlich voranbringen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.